Mission 4 gibt uns die Kontrolle über drei Siedlungen, aber anders als der Missionsname vermuten lassen würde, geht es hier nicht um eine Schatzsuche. Zumindest nicht, wenn ihr damit die Suche nach Hinweisen oder einer Schatzkarte meint. Nein, unser Ziel ist es, in jeder unserer Siedlungen jeweils 64 Einheiten eines Nahrungstyps zu sammeln, sodass wir am Ende 64 Brote, Fische und Fleisch haben, damit uns am Ende dann jemand sagt, wo wir für die nächste Mission hin müssen. Die Insel in der Mitte ist nämlich eine grobe Miniaturversion der Insel, die wir in Mission 5 besiedeln. Dafür haben wir aber nur eine Stunde Zeit. Hier ist das Ding, wir haben bereits alles, was wir brauchen. Errichtet zuerst in der südlichen Siedlung eine einfache Fleischproduktion mit einer Getreidefarm, in der nordöstlichen eine Brotproduktion, ebenfalls mit einer Getreidefarm, und in der nordwestlichen Siedlung eine Fischerhütte. Setzt die Getreidefarm dabei auf Bio, insbesondere die in der Fleischproduktion muss zuerst fertig werden. Dort müsst ihr auch zwei der Lager abreißen, um genug Steine zu haben. Wenn die Gebäude dort fertig sind, macht die Bauarbeiter und Planierer wieder zu Trägern. Fische und Brot werden kein Problem sein, aber beim Fleisch wird Getreide zum Flaschenhals. Behaltet, während ihr vorspult, die Getreidefarm im Auge. Manchmal ignoriert der Bauer fertig gewachsenes Getreide und sät lieber, in dem Fall müsst ihr seinen Arbeitsbereich etwas verschieben. Ihr könnt es euch nicht leisten, Getreide auf dem Feld verrotten zu lassen. Beachtet außerdem, dass ihr in der Praxis 65 Fleisch produzieren müsst, weil eine Einheit immer beim Metzger liegen bleibt, aber das Fleisch in einem der Lager liegen muss. Ihr könntet den Metzger aber auch nach dem 64. Stück abreißen. Das war's. Das ist nicht schwer, das ist nur lahm. Wenn YouTube keine willkürlichen Einschränkungen auf dem Format hätte, könnte das hier glatt ein Short sein. Aber kleiner Tipp an die Mapper unter euch, wenn eure Siedelmission nicht nur nicht erfordert, dass man siedelt, sondern es auch noch aktiv die Erfolgschance senkt, dann ist eure Siedelmission scheiße. Also wenn es um die Produktion von Sachen geht, Schatzsuchen oder sowas sind natürlich was anderes. Und dabei wäre mehr drin gewesen. Und es war wohl auch mehr geplant, da es einen versteckten dritten feindlichen Spieler gibt, der uns wie in den letzten beiden Missionen angreifen sollte. Aber die offensichtliche Lösung, wenn auch sicher nicht perfekt, wäre es gewesen, uns drei Siedlungen mit LG-Startvorgaben sowie ein wesentlich großzügigeres Zeitlimit zu geben. Man hätte den Spieler sogar zwingen können, das Fleisch über Jäger und den Wildzauber zu besorgen, aber hier schien dann wieder die Zeit zu fehlen.